Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich habe meinen Controller nicht eingesteckt. Wow. Nice. So. Oh nein, nein, muss ich jetzt... Nein. Ich glaube, ich muss doch... Ja. Neu starten. Ja. Willkommen zu einer neuen Folge. Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam. Himmel! Was geht? Ich weiß gar nicht, waren wir schon im Shop und alles? Sieht so aus. Ja, sieht so aus. Wir müssen jetzt in den... Apfelwald, ne? Genau. Und neue Äpfel besorgen. Für unseren lieben Gildenmeister, weil ja Team Totenkopf den Vorrat aufgefressen hat. Hier muss es sein, hier muss es zum Apfelwald gehen. Laut Plaudergeil müssen wir in den tiefsten Wald, in die tiefsten des Waldes. Meine Güte. Da sollen die perfekten Äpfel sein. Geben wir wie immer unser Bestes, Doki. Natürlich. Ja, wundert euch nicht, ich bin eben erst aufgestanden und ich habe nicht wirklich viel geschlafen. Wow, sie haben sich anscheinend auf den Weg gemacht. Gehen wir los. Okay. Die verfolgen uns. Echt jetzt? Ja, ich habe nicht wirklich viel geschlafen. Und bin eigentlich auch noch total müde. Aber ich dachte mir so, wenn ich schon so früh wach werde, ja, kann ich auch schnell aufstehen. Und eine Folge Mystery Dungeon aufnehmen. Denn, ja, die Folge muss heute noch gebracht werden. Und bevor das alles zu spät passiert, mache ich das lieber jetzt. Bisschen übermüdet. Ich weiß nicht, ob ich mich danach noch pennen lege. Oder lieber nicht. Ich muss gucken, wie ich das mache. Aber ja. Jetzt erledigen wir erstmal den Apfelwald. Und bisher, ups. Moment. Das sind 6. Und das sind... 7. Das heißt, Dragon kriegt die Items. Das heißt, die Gummis. Moment, erstmal Paras killen. Killen. Das hört sich immer so... Paras besiegen wir nicht. So. Weiter geht's. Lalala. Da geht's eigentlich noch zu einem weiteren Raum, ne? Egal. Rosa Gummi. Die Kuh steigt um 1. Cool. Ein Kokowai. Das nicht von mir getroffen wird. Wow. Jetzt aber. Schönes Dash. Das war schönes Tier. Ich weiß nicht, wie viele Ether Dungeon hat. Keine Ahnung. Aber gucken wir mal. Und ja, ich muss sagen, dass das Schneiden, was ich im letzten Part erwähnt hat, glaube ich. Ich glaube, das war der letzte Part. Mit Adobe Premiere. Kriege ich ganz gut hin eigentlich. Es klappt das ganz gut. Und ist auch. Ja. Recht gut damit zu schneiden. Loyal, nice. Und ich denke, das werde ich auch erstmal beibehalten. Also das heißt Premiere. Und mal gucken, ob ich dann komplett darauf umswitch. Meine Videos werde ich dann weiter im Sony rein. Das ist, glaube ich, einfach. Weiß ich nicht. Einfacher für mich. Weil ich weiß nicht. Irgendwie. Momentan komme ich noch ein bisschen besser mit Sony Vegas aus. Wie das später wird. Mit Adobe, weiß ich nicht. Ich würde es ja besser. Echt jetzt, können die nur härter. Dass ich da auch komplett umsteige auf die Real-Life-Videos. Aber ich denke, dann manche sind, werde ich weiter bewegen. Ich weiß nicht, ich bin halt um einiges besser geübt drin. Und ja. Mal gucken. Werden wir dann sehen. Aber da ist ein Gummi, das will ich haben.
Ich will das haben. Hallo Hornio. Tschüss Hornio. Rosa Gummi aufheben, ein Wabsam, Siedelbeere und Apfel. Schön, ja, das war ein schön großer Itemraum. Eigentlich wollte ich mir den, das Gummi geben. Da wir ja jetzt im gleichen sind, sag ich mal, was in den Kuren geht. Und das heißt, erstmal wieder mir alle Gummis geben, abgesehen von Orange-Gummis. Bis wir eine weitere Fähigkeit lernen. Ich habe keine Ahnung, was ich reden soll. Immer just. Vor allem, wenn ich gerade erst aufgestanden bin, ist es mit dem Reden eine Sache. Aber naja, was soll's. Zack. Zack. Noch ein paar Aras besiegen, okay. Kein Ding. Alles easy. Paras will ins Team. Ja, klar, dich nehmen wir gerne auf. Warum auch nicht? Aber, es tut mir leid, Paras. Kannst schon wieder zurück zur Gilde gehen. So, als kompletten Teampartner will ich dich jetzt nicht dabei haben. Wir haben leider schon ein Pflanzen-Pokémon. Das bin ich. Deswegen. Ich würde halt echt gerne Quapsel haben, irgendwie. Ich bin noch am überlegen zwischen Knaxel, und Knackleon. Knaxel gibt's doch auch, oder? Ich glaube, Knaxel ist auch ein Pokémon. Wir haben Stimmungsmacher, okay. Da. Und Dragon erreicht Level 14, das ist auch nicht schlecht. Stimmungsmacher. Feuer Teammitglieder in der Nähe erhöht Angriff und Spezialangriff. Das ist ziemlich cool. Was er gefunden ist. Okay, wir sind tief in Apfelwald. Mein Kaffee ist doch zu heiß, verdammt. Wann man im Apfelwald nicht geht, oder? Oh, ich glaube nicht. Applaudergei meiner Klingel. LOL. Applaudergei müssten hier die Parfüm irgendwo sein. Oh, Doki, sieh mal da hinten. Was da an diesem riesigen Baum hängt. Das müssen perfekte Äpfel sein. Oh, ja. Sieht so aus. Also gut, wir sollten hier... was? Also gut, wie sollen wir an diese perfekten Äpfel rankommen? Kinderleicht. Wer hat das gesagt? Tja. Als ob. Ja, aber was ihr? Tja, dem Totenkopf. Zu euren Diensten. Hey, ist das die Memme? Ist die Memme und die Anhängsel? Wieso habt ihr so lange gebraucht? Wir haben uns ein paar perfekte Äpfel genehmigt, während wir auf euch gewartet haben. Warum habt ihr so lange gebraucht? Was? Ihr habt so lange gebraucht, dass ich völlig überfressen habe. Mich überfressen habe. Also, sie haben gesagt, dass sie die perfekten Äpfel aufgegessen haben, Doki. Aber ganz oben im Baum sind noch welche. Lass uns diese Widerlinge aus dem Weg räumen und ein paar von den perfekten Äpfeln mitnehmen. Tja, uns aus dem Weg räumen, wie unhöflich von dir. Dabei wollte ich sogar anbieten, euch bei der Mission zu helfen. Ja, was? Ihr fragt euch, wie ihr an die perfekten Äpfel rankommt? Nichts leichter als das, pass auf. Okay. Okay. Oh, cool. Oh, perfekte Äpfel. Seht ihr, was habe ich gesagt? Macht schon, sammelt die perfekten Äpfel ein und geil zur Gilde. Was ist los? Wollt ihr dich aufgeben? Was? Statt aufgeben? Ich hab, glaube ich, mich...
sich verlesen. Dabei war ich so freundlich und ich habe euch geholfen, Jahara. Ihr plant auch wieder irgendeinen miesen Trick. Ihr könnt mich nicht mehr täuschen. Mir bleibt die Spucke weg. Sind nicht darauf reingefallen. Ach, wie langweilig. Ich hatte recht. Tja, ich bin ein wenig enttäuscht, dass ihr uns durchschaut habt. Aber wie auch immer, was wollt ihr schon dagegen tun? Das Einzige, was wir tun können. Wir räumen euch aus dem Weg, dann bringen wir die perfekten Äpfel zur Gilde. Na sowas, ihr seid heute aber in Energie geladen. Bei unserem ersten Treffen hast du gezittert wie Espenlaub, tja. Ja, stimmt, damals habe ich gekniffen. Und auch jetzt habe ich ein bisschen Angst. Aber ich werde nicht nochmal verlieren. Ich werde nie wieder kneifen. So sei es. Wenn einer kennt vor eurem Mut. Wir werden euch in Zukunft unsere größte Hochachtung entgegenbringen. Pass auf, Doki. Sie haben irgendwas vor. Tja, mal sehen, ob ihr diesem Angriff standhalten könnt. Hier kommen Sumogon und ich. Die giftige Gas-Special-Combo. Oh Gott, wa? Meine Stimme ist gerade ein bisschen am Abkacken, ey. Wah, das war ekelerregend. Oh, Doki. Und da liegt noch Zubat, lol. Alles okay, Doki? Bin ich froh. Nee, was? Ah! Ah, war, sie haben mich zurückgelassen. Idiot. Ja. Wir sind K.O. gegangen. Was für ein überwältigender Gestank das war. Es liegt immer noch in der Luft. Oh, was ist mit dem perfekten Äpfel passiert? Oh, sie sind weg. Haben diese Fieslinge sie alle aufgegessen? Wenn sie alle weg sind, können wir nichts machen. Da kann man nichts machen. Gehen wir zurück zur Gilde. Okay. Ich habe irgendwie erwartet, dass noch ein Kampf kommt. Aber wie es aussieht, doch nicht. Verdammt. Schade. Ich hätte gerne Skuntank besiegt. Speichern. Erfolgreich. Nice. Was? Ihr habt versagt? Ist es so ernst? Oh nein, was soll ich denn tun? Im Ernst, was soll ich tun? Es gab nichts, was wir tun konnten. Weißt du, Skuntank und seine... Ruhe! Ich will keine Ausreden hören! Ihr lasst mir keine Wahl! Für euch gibt es heute kein Abendessen. Fürs Erste. Was? Aber... Ihr habt bei einem wichtigen Job versagt. Eure Strafe könnte noch viel härter ausfallen. Ich will nichts mehr von euch hören. Auch deswegen wird mir jetzt diese entsetzliche Aufgabe zuteil. Ich muss dem Geldmeister davon berichten. Wenn ich ihm das berichte, wird der Geldmeister mit Sicherheit. Ich werde dem Geldmeister nach dem Abendessen davon berichten. Ihr zwei werdet mich begleiten, wenn es soweit ist. Wenn ich die Zorn des Geldmeisters alleine über mich ergehen lasse, wäre das wohl kaum fair. Deshalb werdet ihr mitkommen. Das wäre ein Fehl. Okay. Wir dürfen nichts essen. Mann. Ja. Ja. Ich hab Hunger. Hallöchen. Ihr habt mir perfekte Äpfel mitgebracht, nicht wahr? Vielen Dank. Es gibt da ein kleines... ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber... Wie? Was ist los? Also, um ehrlich zu sein... Diese Lehrlinge, sie haben es nicht geschafft, eure Mission zu erfüllen und... Also, anders ausgedrückt. Es ist okay, ich verstehe. Ist schon okay. Das kann doch jedem mal passieren. Nicht traurig sein, nicht traurig sein. Wo sind die anderen perfekten Äpfel? Wie ich schon sagte, sie konnten keine besorgen. Also, anders ausgedrückt, die perfekten Äpfel. Die Anzahl der geernteten perfekten Äpfel beträgt, 0. Oh. Aus diesem Grund wurde kein einziger perfekter Apfel herbeigeschafft. Das bedeutet, Geldmeister, du wirst ein klitzekleines Weilchen auf perfekte Äpfel verzichten müssen. Ja, das bedeutet es. Aha. Geldmeister? Geldmeister?
Boah, der gleich bricht dann Tränen aus. Schnuff. Schnuff, schnuff. Nein. Oh yeah, alles wackelt und bebt. Haltet euch die Ohren zu. Warum? Fragt nicht, tut es einfach. Oh Gott, Alter. Verzeiht die Störung. Wir sind da, um meinen perfekten Apfel zu bringen. Huch. Raus. Aus dem Weg. Bitte schön, ein echter perfekter Apfel. Bitte nimm ihn als Zeichen unserer Freundschaft an. Oh, wow. Ihr habt ihn extra für mich geholt. Juhu, danke, meine Freunde. Danke aus diesem Herzen, danke, danke. Dank euch bleibt uns eine Katastrophe erspart. Ey, ihr zwei, wacht auf und zeigt etwas Respekt und Dankbarkeit. Tja, nein, nein. Das ist schon in Ordnung. Eure Geld war sehr großzügig und gastfreundlich zu uns. Es gehört sich, dass wir versuchen, uns auf unsere Weise zu revanchieren. Ah, wie ich sehe, gehört ihr zu den edelsten aller Pokémon. Mit solchen hohen Pokémon wie euch zu einer Expedition aufbrechen. Das war wahrhaft inspirierend. Tja, aber nein. Aber eine Stimme. Ihr seid diejenigen, die uns inspirieren werden. Oh ja, wir freuen uns auf die Expedition. Nur dass jetzt alles schon zu spät ist, werden wir jetzt schlafen gehen. Bis morgen dann, tja. Okay. Vielen Dank, gute Nacht, Freunde, Freunde. Oh. Meine Stimme ist so weh im Hals. Es liegt daran, dass ich einfach wach geworden bin gerade erst. Aber Bosch, wie haben wir den langsamsten geholfen? Wir hätten den perfekten Apfel nicht so früh abgeben sollen. Wir hätten warten sollen, damit wir mal sehen, was mit ihm passiert. Das wäre lustig gewesen. Ja, finde ich auch. Tja, ihr denkt nicht strategisch, ihr zwei. Wozu sind wir denn überhaupt hier? Wegen der Expedition, oder? Im Moment geht es darum, dass wir das Vertrauen von Knuddeluft zu gewinnen. Ja, jetzt verstehe ich. Aber weil es ja so eine berühmte Gilde ist, war ich zuerst vorsichtig, aber bisher war das lächerlich einfach. Knuddeluft ist wie ein großes Baby. Er macht keine Probleme. Wieso alle solche Angst vor Knuddeluft haben, weiß ich nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Jedenfalls, wenn wir während der Expedition einen Schatz finden, werden wir die Gildencrew aus dem Weg räumen. Dann schnappen wir uns den Schatz und machen uns aus dem Staub. Wow, ich habe langsam eine sichere Sache. Oh Mann. Also läuft's. Ach nee, wieso will ich das noch sagen? Skuntang und sein Team haben uns mal wieder reingelegt. Zum Glück hat Knuddeluff uns nicht die Leviten gelesen. Aber wir haben trotzdem mal kein Abendessen bekommen. Ich habe fürchterlichen Hunger. Tut mir leid, ich weiß, du hast auch echt Hunger. Nein, du hast auch Hunger, Loki. Wenn wir wach bleiben, wird es auch nicht besser. Lass uns schlafen. Gute Nacht, Loki. Okay. Schlaf gut. Morgen geht es weiter. Ja, nächste Morgen. Aufgestanden ab dafür! Es ist morgen! Ja, guten Morgen, Loki. Speichern und fortsetzen. Yeah. Oh, ich hasse das Speichern. Danke. Eine Sache noch. Morgen oder übermorgen. Oder auch in einigen Tagen. An einem dieser drei Tage wollen wir die Mitglieder des Expeditionsteams bekannt geben. Wow. Oh, Donnerwetter, heutlich werden diese Mitglieder bestimmt. Hoi. Hui, ja, das wird ein Riesenspaß. Das ist für euch alle die letzte Chance, einen guten Eindruck zu machen. Bemüht euch und beeindruckt uns, wenn ihr auserwählt werden wollt. In Ordnung, Pokémon. Nun geht dann eure gewohnte Arbeit nach. Hurra! Okay. Ich habe solchen Hunger, Doki. Ihr zwei.
kümmert euch heute um die ausgeschriebenen Jobs. Wir zählen auf euch. Eine Sache noch, was die Expedition angeht. Ihr solltet nicht erwarten, dass als Expeditionsmitglieder ausgewählt zu werden. Warum? Eure gestriges Versagen wiegt schwer. Wie ihr wisst, kann man aus dem Verhalten des Geldmeisters schwer schließen, was er denkt. Aber es besteht kein Zweifel, dass er innerlich vor Wut kochen muss. Es ist unwahrscheinlich, dass er gerade auf euch für die Expedition auswählt. Wenn also die Mitglieder ausgewählt werden, macht euch keine Hoffnungen. Das ist alles. Okay. Ich war schon ganz schwach vor Hunger. Und dann so etwas zu erfahren, jetzt kann ich mich gar nicht mehr motivieren. Psst, hör mal. Huch, ich habe einen Stimme gehört. Sch, hier drüben, hey. Oh, Beliza. Sch, oh, Mensch, Menschenkind, oh, nicht so laut. Kommt hier rüber, oh, ja. Okay. Oh, puh, oh, niemand hat etwas gesehen, außer vielleicht die Bunkel. Oh ja. Was ist los? Wieso hast du uns zurückgerufen? Nun ja, hier nimmt. Oh, Essen. Oh, Äpfel. Ihr habt sicherlich großen Hunger. Wir haben gestern alle etwas von unserem Abendessen für euch aufgehoben, oh ja. Jetzt esst. Ja. Danke euch allen. Oh Mann, mein Magen fängt auch an zu knurren. Boah, danke, ich bin wieder voller Energie. Großartig. Wir brauchen alle mal Hilfe, wenn es uns schlecht geht. Oh, wir sollten alle arbeiten, um uns in das Expeditionsteam gewählt zu werden. Ja. Danke euch allen. Was der Expedition angeht, Plaudergeier hat uns gerade gesagt, nun, wahrscheinlich werden wir nicht ausgewählt. Oh, wie kann er so etwas sagen? Oh, man weiß nie. Oh, was passiert? Niemals nicht. Oh. Die Mitglieder stehen noch nicht fest. Ja, danke, dass ihr uns versucht aufzubauen. Wollen nicht alle bei der Expedition dabei sein? Was, wenn wir ausgewählt werden? Dann kann jemand anderes vielleicht nicht mit. Wäre das okay für euch alle? Nein, das fände ich nicht gut. Aber wenn irgendjemand ausgewählt wird, oh, dann kann natürlich jemand anderes dafür nicht mit. So ist das eben. Wenn man nicht für die Expedition ausgewählt wird, sollte man sich für die freuen, die ausgewählt wurden. Oh, jawohl, ja. Und alle wollen mit euch auf die Expedition gehen, Dragon Doki. Oh, ja. Vielen Dank, euch allen wirklich. Okay, dann versuchen wir weiter unser Bestes, um für die Expedition ausgewählt zu werden. Wir werden bis zum Schluss kämpfen. Oh, jawohl, ja. Oh, ja, das ist die richtige Einstellung. Oh, ja. Ja, geben wir alle unser Bestes. Wir müssen uns Mühe geben, damit wir alle an der Expedition teilnehmen dürfen. Ja. Oh, ja. Gut, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen